Hallo, in meinem heutigen Video geht es um die Tonwertkorrektur. Damit arbeite ich sehr gerne, um mehr Kontraste in mein Bild zu bekommen oder um meine Bilder matt zu kriegen. Oder eben, wenn man einen Farblook erstellt und dadurch wird das Bild etwas zu stumpf, kann ich mit der Tonwertkorrektur eigentlich einiges noch ein bisschen verändern, ein bisschen hervorheben oder zu retten. Vor allem auch bei Gegenlichtaufnahmen kann man mit der Tonwertkorrektur ganz gut arbeiten. Ihr findet einmal hier oben unter Bild Korrekturen, gibt es einmal hier die Tonwertkorrektur. Ich mache es gerade mal auf, dann seht ihr, dann öffnet sich so ein Fenster mit zwei solchen Diagrammen. Einmal hier unten dieses und einmal hier oben. Wenn ihr das jetzt hier anwendet, dann wirkt sich das direkt auf das Bild aus. Und wir haben nachher hier im Ebenenbaum keine extra Ebene, was eher ungünstig ist. Deswegen gehe ich mal auf Abbrechen und zeige euch noch eine andere Möglichkeit. Wir haben auch hier, wenn ihr rechts rüber geht, nochmal die Tonwertkorrektur. Und zwar, hier ist es eine Einstellungsebene. Wenn ihr das hier öffnet, dann öffnet sich das Ganze hier. Ihr seht, wir haben hier auch wieder die zwei Diagramme, wie eben. Es sieht nur ein klein wenig anders aus. Und wir haben es dann nachher, ich gehe mal kurz rüber, hier als extra Ebene in unserem Teilenbaum. Über die andere Option, wo ich euch gerade gezeigt habe, hätten wir das jetzt nicht gehabt, da hätte sich das direkt aufs Bild ausgewirkt. Und wir hätten hinterher dann nicht mehr was ändern können. So haben wir es auf einer extra Ebene. Wir können hier auf diesen Punkt mit Doppelklick jedes Mal reingehen und noch nachbearbeiten, noch mal was verändern, wenn wir das möchten. So, jetzt zeige ich euch mal, wie man das Ganze anwenden kann. Damit kann man natürlich Kontraste verstärken. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht über Kontraste, da habe ich das auch mal gezeigt. Aber heute möchte ich eigentlich ganz besonders nur auf diese Funktion hier eingehen und wie ich das eigentlich anwende. Wir haben hier oben schon ein paar kleine Vorgaben drin, dunkler. Ihr seht schon, was passiert, die Kontraste werden viel stärker und es wird im Allgemeinen etwas dunkler. Dann sieht man auch, wie sich hier diese Punkte verändern, Kontrast erhöhen. Da sind schon ein paar Vorgaben drin oder heller oder Mitteltöne heller, je nachdem. Dann sieht man, es wird etwas matt, das Bild. Ich gehe wieder auf Standard zurück. Und wir haben natürlich hier auch die Möglichkeit, auf das komplette Bild im RGB-Modus oder nur Rot-, Grün- oder Blau-Kanal. Also man kann auch auf die einzelnen Farbkanäle das anwenden. Wir bleiben aber jetzt im RGB-Kanal. Und jetzt erkläre ich euch mal erstmal ein bisschen, was es sich auf sich hat mit diesen Pfeilen und so und mit diesem Diagramm. Wir haben einmal das oben hier und einmal das unten. Hier oben haben wir einmal links dieser schwarze Pfeil, in der Mitte der graue und rechts der weiße. Das ist eigentlich ganz einfach. Der schwarze Pfeil ist für die dunklen, für die tiefen Töne. Der graue Pfeil in der Mitte, das sind die Mittelwerte, also die Mitteltöne. Und der weiße auf der rechten Seite ist für die Lichter, also für die hellen Töne. Hier unten in diesem Diagramm, da haben wir einmal links schwarz und rechts weiß, das heißt helle Töne, also tiefe Töne, Entschuldigung, gerade andersrum, und helle Töne. Und man kann diese Pfeile verschieben. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier in der Mitte dieser graue Regler verschiebe, einmal nach links, mehr ins Dunkle, oder einmal nach rechts. Und zwar kann man somit die Mitteltöne im Bild verändern. Wenn ich jetzt zum Beispiel den schwarzen Regler nehme, das sind ja die tiefen Töne, also alle dunklen Stellen im Bild. Wenn ich den jetzt nach rechts ein bisschen schiebe,
Dann bekomme ich mehr Kontrast ins Bild, sprich die dunklen Stellen im Bild, die werden auch dunkler. Wenn ich mit dem Weißen nach links gehe, dann werden alle hellen Bereiche im Bild auch heller. Und ihr seht schon, dass dieser Abstand zu dem mittleren Pfeil dann auch geringer wird. Sprich, man bekommt mehr Konturen rein. Nicht mehr Konturen, mehr Kontrast meine ich natürlich. Man bekommt mehr Kontrast rein, ein bisschen mehr Pep, ein bisschen mehr Power in das Bild. Ich gehe mal kurz raus. Ihr seht der Vorher-Nachher-Unterschied. Es ist schon wesentlich schöner und hat einfach mir viel mehr Pep bekommen. Und bei diesem Bild mag ich das. Also so matt hat auch seinen Reiz, aber bei diesem Bild gefällt mir das nicht so gut. Da muss schon mehr Kontrast ins Bild. Jetzt der Nachteil ist natürlich, wenn man die Kontraste verändert, dass manchmal auch die Farben darunter leiden. Um das zu verhindern, kann man natürlich hier diese Ebene von normal auf Luminanz setzen. Und man sieht schon, jetzt leiden die Farben nicht mehr darunter. Das heißt, man verändert die Kontraste, aber die Farben leiden nicht darunter. Man sieht, die Farben sind gleich geblieben, aber man hat mehr Kontrast ins Bild bekommen. Wenn ich jetzt nochmal schön zurück auf normal gehe, dann seht ihr, dass die Farben sich auch ein bisschen verändert haben. Da muss man jetzt natürlich entscheiden, gefällt es einem oder gefällt es einem nicht. Manchmal ist es ganz toll, also hier im Bild finde ich es jetzt eigentlich ganz toll. Manchmal ist es aber auch eher ungünstig, dass sich ja das auch immer auf die Haut auswirkt. Und dann kann es sein, dass die Haut mal plötzlich gelbstichig wird oder so und das dann eher nicht so schön ist. Und dann hilft es hier, das Ganze auf Luminanz zu setzen. Also das muss man je nach Bild bewerten. Dass jetzt hier ein sehr farbiges Bild ist, ist es immer toll, wenn man jetzt im Studio zum Beispiel ein Beauty-Porträt vor einem weißen Hintergrund hat und man erhöht die Kontraste, dann verfärben sich die Farben auch immer etwas und da würde ich dann eher das Ganze auf Luminanz setzen, weil da möchte man das eher nicht. Aber hier kommt es mir gerade zugute. So, ich gehe jetzt nochmal hier rein mit Doppelklick. Das wäre jetzt hier das obere. Also ganz leicht, da könnt ihr echt hin und her spielen, mit den Reglern ein bisschen schieben und ihr kriegt tolle Kontraste ins Bild. Und das verändert euer Bild enorm. Hier unten kann man natürlich auch die Regler hin und her schieben. Und damit mache ich zum Beispiel meine Bilder matt. Wenn ich dieser matte Effekt in mein Bild reinbekommen möchte, das kann ich hier sehr gut machen, indem ich hier unten ein bisschen mit den Reglern hin und her schiebe. Und dann je nach Geschmack, entweder nur das Schwarze oder beide, muss man eben gucken und ein bisschen ausprobieren. Wenn man jetzt natürlich noch eine davor eine Volltonfarbe über das Bild legt, dann kriegt man noch einen Farblook ein bisschen mit rein. Das zeige ich euch aber gleich, wie man da was machen kann. Mir war es jetzt wichtig, dass ihr das Ganze hier einfach erstmal verstanden habt. Genau. Da gehe ich mal gerade hinaus. Ach ja, hier oben hat man natürlich noch dieses Symbol. Über eine Maske zu gehen, aber ich lasse es eigentlich immer hier auf diesem ersten Symbol stehen. Und mit dem zweiten arbeite ich eher selten und das lasse ich jetzt auch erstmal außen vor, da ich das Video etwas einfach halten möchte für euch, sonst wird es zu umfangreich. Und ich denke mal, einfach die Informationen helfen euch schon sehr weiter, um da ein bisschen mehr Kreativität oder mehr eine Bildbearbeitung von euren Bildern zu tüfteln und nochmal eine andere Art der Bearbeitung reinzubekommen. Ich schiebe das jetzt nochmal in den Müll, mache das nochmal neu auf und jetzt gehen wir mal zum Vergleich hier in den Farbkanal rein. Wir nehmen jetzt gerade mal der rote. Das Ganze, was wir jetzt gerade gemacht haben, würde sich jetzt hier nur auf die Farbe Rot beziehen. Man sieht, wie sich das farblich verändert.
Also man hat auch die Möglichkeit, hier mit dieser Tonwertkorrektur einen Farblook zu erstellen. Also es ist nicht nur für die Kontraste, da man kann da auch ein bisschen einen Farblook erstellen. Also man sieht wirklich, es hat sich enorm geändert. Dann kann ich jetzt zum Beispiel noch in Blau auch noch reingehen. Und da sagen, ich verändere vielleicht auch ein bisschen was. Ne, das war jetzt ein bisschen zu viel. So, jetzt habe ich im Rot- und Blau-Kanal was verändert. Ich gehe mal wieder raus, dann haben wir einen kleinen Vorher-Nachher-Vergleich. Man sieht, die Kontraste sind stärker geworden, aber ich habe auch ein bisschen was an den Farben geändert. Also da müsst ihr einfach mal rumexperimentieren. Gut, dieses Bild ist jetzt farblich sehr in die rot-lila Richtung gehalten. Manchmal hat man Bilder, da sind die einzelnen Farben ein bisschen deutlicher zu sehen, jetzt bei diesem Bild. Aber ich möchte euch einfach mal eine Anregung mit auf den Weg geben, wie ihr in Photoshop mit der Tonwertkorrektur noch kreativer arbeiten könnt und einfach da ein bisschen was ausprobiert. Genau, ich schmeiße das Ganze jetzt nochmal weg, denn ich zeige euch jetzt nochmal eine andere Möglichkeit, wofür die Tonwertkorrektur wirklich klasse ist. Ihr wollt jetzt zum Beispiel das Bild ein bisschen einfärben noch. Also ich muss sagen, dieses Bild ist schon von den Farben verändert worden. Aber jetzt für unser Video mache ich das jetzt trotzdem nochmal, um das euch zu demonstrieren. Man kann ja über den Farbverlauf zum Beispiel sich hier so ein paar Stellverlauf aussuchen. Wichtige Regel immer, die helle Farbe sollte auf der Haut liegen. Ne? Deswegen gehe ich jetzt hier auf Umkehren. So sieht es schon viel besser aus. Jetzt habe ich hier einen Farbverlauf erstellt. Und meistens ist dann so, dass man das vielleicht auf weiches Licht setzt. Also bei Farbverläufe kommt das immer ganz gut. Und dann hat man hier schon mal die Farbigkeit etwas verändert durch diesen Pastellverlauf. Und das Problem ist natürlich, ja, man kann mit der Deckkraft hier auch spielen, ein bisschen runtergehen. Da wird das Ganze natürlich schwächer angewandt. Und das Problem ist natürlich immer, ich lasse jetzt mal auf 100%, dass durch so einen Farbverlauf das ganze Bild einfach ein bisschen matter wird, dass da einfach die Kontraste verloren gehen. Die kann man natürlich wieder etwas zurückholen mit der Tonwertkorrektur. Und dann gehen wir da einfach wieder rein, öffnen uns praktisch so eine Einstellungsebene. Ich mache es noch mehr, also ich mache es jetzt extra richtig extrem, um das euch wirklich deutlich zu zeigen. Ich bin jetzt im RGB-Kanal geblieben und jetzt sieht man, ich habe das Matte wieder ein bisschen weggenommen, ich habe wirklich mehr Kontrast wieder reinbekommen. Damit sich die Farben zum Beispiel hier nicht verändern, gehe ich jetzt auf Luminanz, weil man sieht deutlich, dass es hier schöner ist. Also da haben sich die Farben dann eher ins Negative verändert, weil durch die Kontraste eben die Farben etwas mit in Leidenschaft gezogen worden sind. Und wie ich euch ja gesagt habe, Ebenenmodus auf Luminanz, dann kann man das verhindern. Und man sieht, man hat einen Farblook, also jetzt blende ich gerade mal den Farblook aus. Man hat nochmal einen Farblook ins Bild reinbekommen. Dadurch gingen Kontraste verloren und man hat sie mit der Tonwertkorrektur aber wieder ein bisschen zurückgeholt. Man kann natürlich auch vom Gesicht teilweise die Effekte runter maskieren, also von der Verlaufsumsetzung ein bisschen runter maskieren oder von den Kontrasten, je nachdem. Das muss man selber wissen, wie man das macht. Ich zeige es euch jetzt mal bewusst, ohne dass ich Teile ausmaskiere. Es geht ja nur darum, einmal die Funktionen, die Möglichkeiten verstanden zu haben. Genau. Jetzt zeige ich euch noch ganz schnell, bevor ich zum Ende komme, noch die Möglichkeit mit einer Volltonebene. Und zwar lege ich einfach, gehe ich hier unten auf das Yin-Yang-Zeichen oder so, oder wie man das auch nennen möchte, zur Hälfte schwarz, zur Hälfte weiß. Und dann gibt es hier Farbfläche erstellen.
Und zwar wählen wir uns jetzt eine schöne Volltonfarbe aus. Und zwar würde ich jetzt sagen, wir wählen uns mal einen Braunton vielleicht aus. Ist gar nicht so leicht, eine schöne Farbe herauszufinden. So, nehmen wir einfach mal die. Jetzt haben wir eine braune Volltonfarbe praktisch über unser Bild gelegt. Da sagen wir dann vielleicht auch auf, mal gucken, wie es, da muss man natürlich gucken, was gut aussieht. Ineinander kopieren kann man wegnehmen oder auch weiches Licht. Oder negativ multiplizieren. Bei negativ multiplizieren hat man jetzt natürlich auch wieder das Problem, dass die Kontraste verloren gegangen sind. Deswegen kann man jetzt da, oder bei weiches Licht war es ja, glaube ich, ah nee, das war hartes Licht, bei weiches Licht, gut, da geht es eigentlich. Wir lassen es jetzt mal auf negativ multiplizieren. Und da kann man dann natürlich dann auch mit der Tonwertkorrektur wieder die Kontraste etwas zurückholen. So. Ja, ich muss mal schön reingehen. Man sieht, wie sie auch stärker geworden sind. Man kann das Ganze auch wieder auf Luminanz setzen und mal gucken, ob es besser aussieht. So kriegt man praktisch Kontraste zurück. Und dann kann man manchmal auch noch rumexperimentieren, ob ich die Volltonfarbe dann vielleicht doch nochmal auf was anderes setze. Aber da ist jetzt die Tonwertkorrektur vielleicht dann zu stark und da brauchen wir sie dann manchmal nicht. Ich blende die jetzt mal aus. Wobei hier, wenn ich zum Beispiel auf Farbe gehe, dann ist es eigentlich manchmal auch ganz nett, die Tonwerte zu verstärken, denn wenn ich meine Volltonfarbe auf Ebenenmodus Farbe setze, dann wird es auch ein bisschen matter, gehen Kontraste verloren und dann kann man auch mit der Tonwertkorrektur arbeiten. Ja, das wollte ich eigentlich euch nur mal zeigen. Ich schmeiße das jetzt wieder in den Müll, weil mir persönlich gefällt das Braun jetzt nicht, aber da kann man ja auch andere Farben nehmen. Es ist auch immer ein bisschen vom Bild abhängig. Ich wollte euch einfach mal die Möglichkeiten zeigen, wie man über ein ganz einfaches Tool, über die Tonwertkorrektur, extrem viel aus einem Bild rausholen kann. Man sieht hier, das ist so matt, da fehlt irgendwie das gewisse Extra. Und mit mehr Kontraste hat das Bild gleich eine ganz andere Wirkung und Stimmung. Und so oft ist es ja auch so, dass man draußen fotografiert, man fotografiert vielleicht gegen die Sonne im Abendlicht. Und da ist dann auch oft so, dass man eben sehr flache Bilder hat, ohne wirkliche Kontraste im Bild durch die Sonne. Und man möchte sie ein bisschen verstärken zu Hause, dann ist es eine tolle Möglichkeit. Oder man hat ein Bild extrem überbelichtet, möchte das etwas retten von der Helligkeit und so, dann kann man natürlich auch mit der Tonwertkorrektur arbeiten. Und das ein oder andere Bild ein bisschen retten. Aber ich sage natürlich immer, lieber gleich richtig fotografieren. Da macht die Bildbearbeitung mehr Spaß und man muss nichts retten. Jetzt komme ich aber wirklich zum Ende. Das Video ist ganz schön lange geworden. Ich hoffe, es hat euch was gebracht und ihr könnt vielleicht jetzt besser mit diesem Tool arbeiten. Und wer weiß, der ein oder andere hat es vielleicht etwas vernachlässigt und wird es jetzt in Zukunft öfters benutzen. Da freue ich mich natürlich, dass ich euch helfen konnte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.